Jesus bleibet meine Freude. So heißt der Choral, den wir eben hören, gespielt von unserem Kirchenmusiker Stefan Wagner. Jesus bleibet meine Freude. Sicher ein Bekenntnis der Emmaus-Jünger, von dem das Evangelium vom 26. April erzählt. Natürlich zuerst das traurige Gespräch über die Ereignisse in Jerusalem, der Schock über den Tod Jesu. Aber da ist Freude, weil jemand zuhört, mitgeht, gute Worte hat. Es brannte das Herz, es gingen ihnen die Augen auf. Jesus, meine Freude. Jesus bleibet meine Freude, ein Klang von Hoffnung und Zuversicht, gerade auch in Zeiten von Corona und so vielen anderen Krisen. Jesus, meine Freude, denn er schickt Menschen, die zur Seite stehen und helfen. Er schenkt Menschen, die zuhören und gute Worte haben. Jesus, meine Freude, denn Gott ist uns nah und eröffnet uns neue Perspektiven zum Leben. Jesus, bleibe meine Freude, das wünschen wir Ihnen von Herzen. Dafür segne Sie der barmherzige Gott. Musik.